Das dritte kurze Referat werde ich halten hier, Schwester Liliane. Und ich habe dir das Versprechen abgenommen, oder du hast es mir abgenommen, dass ich heute nicht von deinen Verdiensten sprechen werde. Du betonst ja immer wieder, dass viele andere Frauen zu dieser Zeit an diesen Themen, an denen du gearbeitet hast, auch gearbeitet haben, an diesen Themen, die dich letztlich berühmt gemacht haben. Der Begriff Verdienst passt nicht zu deiner Person. Das zeigt sich schon durch die Wahl der Ordensgemeinschaft, der du in jungen Jahren beigetreten bist. Die Aussage eures Ordensgründers, Pater Theodosius, scheint auf dich wie zugeschnitten. Er soll gesagt haben: Ich werde Schwestern dahin senden, wo sie sehnlichst erwartet werden. Zu den Armen, den Bildungshungrigen, den Kranken, den Verwahrlosten und Waisen, zu den Fabrikkindern und Industriearbeitern. Sie werden dort eine Lebensweise leben, durch die die Gegenwart Christi unter den Menschen bezeugt ist. Sie werden zeigen, wie lebendig und wirksam christliche Nächstenliebe sein kann, und sie werden die Armut und die Not mit den Armen teilen. Du, Schwester Liliane, hast dich in jungen Jahren ganz bewusst für das Dienen und gegen das Verdienen entschieden. Und darum respektiere ich es. Ich werde jetzt nicht von deinen Verdiensten sprechen. Ich musste natürlich ein Ersatzwort finden für dieses. Und darum habe ich gedacht, ich spreche von dir als Wegweiserin. Im Gegensatz zu Andrea Wildi habe ich noch erleben dürfen, dass das Wort Ganzheitlichkeit die Menschen elektrisiert hat. Ich habe meine Lehre als Krankenpfleger in Ilanz an der Bündner Schwesternschule absolviert. Wir haben begonnen mit der dritten Auflage vom Juchli und mitten in der Ausbildung ist dann diese vierte Auflage gekommen und das war eine kleine Revolution. Ich muss aber auch sagen, dein Appell, dass sich professionell Pflegende mit dem Menschenbild, mit Würde und mit Ganzheitlichkeit auseinanderzusetzen haben, diese Forderung hat an der Bündner Schwesternschule offene Türen eingerannt. Die von mir hochverehrte Schulleiterin, Chantal Janssen, sie ist auch hier, sie hat diese Gedanken damals schon ganz tief in sich getragen und hat mit diesen Gedanken auch die Ausbildung gestaltet. Du warst also, wie das Beispiel zeigt, tatsächlich nicht alleine mit diesen Gedanken. Mit deinem Buch hast du aber diesen revolutionären Themen damals und diesen Fragen, die dahinter standen, jene schriftliche Ausdruckform verliehen, die einfach notwendig war. Und du bist dadurch zu einer Wegweiserin für ganze Generationen geworden, auch für mich. Du hast mir mit deinen Texten die Leidenschaft für eine ganz zentrale Frage geweckt, nämlich die Frage: Was heißt es, wenn wir sagen, ein Mensch ist ein Individuum? Und vor allem, du hast mir dadurch das Staunen über die Individualität und über die Überraschungen des Lebens, du hast geholfen, dass dieses Staunen nicht erlöschen konnte. Ich konnte dich dann im Jahr 1987 als Dozentin an der Höfe 1 in Aarau an der Katerschule kennenlernen und da warst du wieder eine Wegweiserin. Und da gibt es eine Vorgeschichte. Es war noch an der Bündner Schwesternschule, wo Judith und Elisabeth meine Klassenlehrerinnen waren. Und dort hat es jeweils so nächtliche Philosophenrunden gegeben. Halb zwei in der Nacht mit Schwester Maria Küttel im Treppenhaus. Und eines Tages hat sie mir gesagt: Stefan, es gibt da, ich habe einen Artikel gelesen über eine Wissenschaft, die untersuchen die Wirkungszusammenhänge der Welt. Und die behaupten, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings
in der Karibik unter gewissen Umständen einen Hurrikan auslösen kann. Damit sollten Sie sich beschäftigen, hat sie gesagt. Ehrlich gesagt, ich habe nicht genau verstanden, was sie gemeint hat. Aber kurze Zeit später in Aarau hast du mir, Liliane, das Buch Wendezeit vom Kybernetiker Fritjof Capra quasi verordnet. Ich habe das gelesen und zusätzlich hast du damals zusammen mit Marti Meier unserer Klasse einen Kinesthetics-Grundkurs verordnet. Es war einer der ersten, die es überhaupt gegeben hat. Innovativ, wie Susanne gesagt hat. Und dieser Kurs hat stattgefunden, auch aus deren Beziehungsnetz. Dabei war nämlich die Susanne Schmidt, sie ist auch irgendwo. Genau. Und sie war deine Schülerin und sie hat das Programm Kinesthetik in der Pflege überhaupt erst auf die Beine gebracht und hat auch diesen Kurs mitgestaltet. Das war beruflich für mich wirklich wegweisend. Noch heute befasse ich mich jeden Tag mit diesem Thema. Du warst aber auch dann für die Entwicklung von Kinesthetik sehr wegweisend, denn im Mittelpunkt dieser Erfahrungswissenschaft, die Andrea hier gelernt hat, stehen die Aktivitäten des täglichen Lebens. Und man könnte also sagen, dein Einfluss, den du auf diese Generation hattest, lebt weiter, indem die Kinesthetics-Leute den Einfluss der ATLs auf die Individualität, auf die individuelle Entwicklung untersuchen und weiterentwickeln. Was dich als Wegweiserin auszeichnet, ist die Art, wie du Wege weist. Du drängst dich nicht auf, du lebst es vor. Du zeigst nicht den richtigen Weg. Du lenkst höchstens die Achtung auf bestimmte mögliche Richtungen. Du erzählst vor allem keine Ratschläge. Du gibst nur ganz subtil, ganz kleine Impulse. Die letzten Wochen einige Male in deiner selbstkritischen Art gesagt, haben wir uns mit dieser Bibliothek nicht etwas so Großes aufgebaut? Oder bist du dir nicht manchmal reuig, mit deinem Team der Stiftung Lebensqualität diese Arbeit begonnen zu haben? Und ich darf dir sagen, es ist keine Last. Es ist im Gegenteil für uns alle eine große Freude und Ehre, die Bibliothek hier in Siebenen, der Bibliothek einen Platz geben zu können. Aber auch wenn es keine Last ist, Liliane, wir fühlen eine große Verantwortung. Warum eine große Verantwortung? Aus dem einfachen Grund, weil wir entdecken, dass die Arbeit, die du begonnen hast, noch gar nicht abgeschlossen ist. Der berühmte Kybernetiker Norbert Wiener hat in den 60er Jahren schon gesagt, wir Menschen haben unsere Umwelt so radikal verändert, dass wir uns jetzt selbst verändern müssen, wenn wir in dieser Umwelt überleben wollen. Ähnliches hast du gesagt, aber viel konkreter in diesem Buch. Wir haben es nicht abgemacht miteinander, aber es ist einfach so. Hier hast du geschrieben, 1990, je differenzierter die Gesellschaftssysteme und Arbeitsfelder werden, Krankenhaus, Spitex-Organisationen und so weiter, desto notwendiger wird ein Arbeits- und Führungsstil der Lebensqualität sowohl für die Pflegenden wie auch für die Patienten gewährleistet. Gefragt ist ein kooperativer Führungsstil, der auf der einen Seite die Integration des Personals und der professionellen Dienstleister, aber auch die Selbstverantwortung und Mitentscheidung der Patienten integriert. In solchen Ansätzen wird ein neues Denken sichtbar. Es ist Voraussetzung dafür, dass pflegefeindliche Strukturen und eine entsprechende Personalpolitik hinterfragt, Arbeitsanalysen durchgeführt und Erkenntnisse aus der Pflegeforschung in praktische Pflegeeffizienz umgesetzt werden können. Diese
Besinnung auf die eigentliche Pflege, die Schaffung des Bodens für eine individuelle und ganzheitliche Pflege, ist letztlich auch eine ethische Aufgabe. Verantwortung von Menschen für Menschen in der Sorge für Leben und Lebensqualität. Je mehr wir uns mit diesen Gedanken, die du damals niedergeschrieben hast und heute in deinen Vorträgen immer wieder vorträgst, je mehr wir uns damit befassen, umso mehr sehen wir die Themen, die du dir als Reisende der Hoffnung, wie du dich selber nennst, diese Themen, die du in die Welt hinausgetragen hast, sind aktueller denn je. Es geht auch heute und in Zukunft um die Würde. Wir leben in einer Zeit, in welcher Menschen meinen, Krankenhäuser oder Pflegeheime hätten Renditen zu erwirtschaften. Der Zweck einer Gesundheitsinstitution ist aber, Leiden zu vermindern, Selbstständigkeit und Lebensqualität zu ermöglichen. In einer solchen Zeit, in welcher der Kern der Aufgabe nicht mehr bekannt ist, muss das Thema Würde wieder in der Gesellschaft diskutiert werden. Der Hirnforscher Gerald Hütter drückte es kürzlich so aus: Alle wollen in Würde sterben, sollten wir uns nicht überlegen, wie wir in Würde leben können. Es geht heute und in der Zukunft um Ganzheitlichkeit. Noch einmal ein Zitat aus diesem Buch, vielleicht das meistzitierte. Der Störfall trifft immer das Individuum Mensch in einer in Teilbereiche und Funktionen auseinandergenommenen Welt, konkret für uns. Es trifft die Menschen in einem zum Hochleistungsbetrieb umfunktionierten Krankenhaus. Wer in diesem Krankenhaus die Sorge für das Individuum in seiner Unteilbarkeit und Ganzheit ernst nimmt, kommt unweigerlich in Konflikt mit den zerstückelten Strukturen und Abläufen, in denen es, allem Anschein zum Trotz, eben doch nicht um die Menschen geht, sondern um seine Organe, um Rationalisierung, Automatisierung, Spezialisierung, um Leistungskontrolle. Was aber lässt sich rationalisieren, automatisieren oder messen? Eines ist sicher und daran lässt sich nichts ändern. Der Mensch ist, weil er ein Individuum ist, nicht messbar, nicht rationalisierbar, nicht automatisierbar. Der Patient, um den es sich eigentlich drehen sollte, ist oft der einzige Störfall in einem sonst so wunderbar funktionierenden System. Deshalb ist auch die Pflege ein permanenter Störfall und wird von Wirtschaftsprüfern letztlich nie ganz erfasst werden können. Denn wie sollen Tätigkeiten gemessen werden, wie diese einem Kranken zuhören, die Hand auf eine schmerzende Stelle legen, ein Kissen verschieben, um die Atmung zu erleichtern und. Wer diesen Text liest, weiß ganz genau, Ganzheitlichkeit ist aktueller denn je. Ich glaube, wir alle können sagen, dass die Situation sich seit 1990 nicht unbedingt verbessert hat in diesem Bereich. Es geht heute und in Zukunft um das Menschenbild. Ich bin oft an Diskussionen dabei über die Herausforderungen im Gesundheitswesen. Und das Erste, was immer auftaucht, ist die Kostenfrage. Es wird über die finanzielle Belastung der alternden Bevölkerung gejammert. Und man vergisst, die Altersversorgung der Bevölkerung, da geht es nicht um eine Belastung, es geht schon gar nicht um einen Markt, sondern es ist ein zentraler Auftrag der Zivilgesellschaft. Wir müssen diesem Thema eine andere Richtung geben, nämlich eine inhaltliche, weg von diesem Geldgejammer. Es geht um die Frage, wie Menschen erfolgreich, selbstständig, mit viel Lebensqualität altern können. In der Zwischenzeit wissen wir, dass Menschen bis ins höchste Alter auch unter schwierigen Bedingungen immer lernen können.
Sie können lernen, solange sie leben. Die menschliche Entwicklung ist, man höre und staune, vor allem beeinflusst durch die Qualität der Aktivitäten des täglichen Lebens. Wenn wir von diesen Einflussfaktoren mehr wissen, dann können wir den Menschen helfen, dass sie ihre eigene Entwicklung selbst beeinflussen können, dass sie selbst das Heft in die Hand nehmen können. Es ist also Zeit, dass wir aufhören zu jammern. Es geht darum, die notwendigen Kompetenzen zu entwickeln, um Selbstständigkeit und Lebensqualität möglichst lange zu ermöglichen. Würde, Ganzheitlichkeit, Menschenbild. Das sind die Themen, die den Kern der Schwester Liliane Juchli Bibliothek bilden. Die Bibliothek soll ganz sicher einerseits dein Werk, liebe Liliane, bewahren und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Andererseits und noch viel mehr soll sie aber ein Begegnungsraum sein, in welchem interessierte Menschen sich freudig mit diesen Themen Würde, Ganzheitlichkeit und Menschenbild im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung konfrontieren. Also nicht einfach nur ein bisschen schwatzen miteinander, sondern ernsthaft diese Themen annehmen. Wir schaffen einen Raum, in welchem das Modell der ATLs nicht antiquariert, sondern weiterentwickelt wird. Wir leisten einen Beitrag, dass viele Menschen verstehen, dass auch sie als Reisende der Hoffnung sich auf den Weg machen können. Und wir freuen uns, liebe Liliane, dass du uns weiterhilfst, deine Ideen und Visionen, wie es euer Ordensgründer gesagt hat, an die Bildungshungrigen zu bringen. Ich danke Ihnen.